Es ist der zweite Tag, allerdings schon abends. Und wir stehen hier gerade mit unserer Squad, mit unserer italienischen Squad. Aber Mama und Papa, ich habe mich trotzdem lieb. Rom war toll. Okay. Auch wenn ich ein pubertierendes kleines Kind war, was einfach nur keinen Bock hatte auf Regen. Voll aus dem Zusammenhang gerissen, aber okay. Okay, die Info wollte sie nur mal schnell loswerden. Weil ich habe gerade so im Hintergrund so rum erzählt, dass ich einmal hier war und es in Rom total scheiße fand, weil ich so ein pubertierendes kleines Kind war. Und im Nachhinein fand ich es aber mega schön. Ja. Ich übernehme das mal nice. Es ist so voll strange. Sie ist Deutsche, ja, obviously. Und er kann einfach Tschechien, aber ein wenig Deutsch. Er kann halt nur Italienisch und Deutsch. Und die können halt Italienisch und Englisch und kein Deutsch. Und deshalb wissen wir nie, wie wir sprechen sollen. Ja. Aber wir kriegen nur schon mal alles durcheinander. So. Ja, ohne Scheiß. Und dann wollte ich ihm gerade was auf Englisch erklären und er so, the fuck, man. Uns gerade ein bisschen drum und hier ist einfach überall Wasser drumherum und dieser Steg geht einfach unendlich, als ob, was ist das? Ist das Meer? Ich weiß ja gar nicht. Wir sind ja eigentlich an der Grenze zu Slowenien und ja, ja, stimmt. Ob hier unten jetzt vielleicht noch was im Zipfel ist, wo das Meer anfängt, ich habe keine Ahnung. Aber das sieht doch wie das Meer aus. Warte, das ist doch richtig let's krass. Google it. Ich guck kurz auf Google. Anstatt die Jungs einfach zu fragen, ob das Meer ist. Alter! Das ist Meer, ne? Guck mal, wir sind, also, hier ist Italien, ja? Sieht man das auf dem Bildschirm? Das ist Italien. Und wir sind da. Ja. Genau am Wasser. Genau an der Grenze zu Slowenien. Trieste. Volke Trieste. Die sagen immer Trieste. Trieste. Und wir so Trieste. Wir so, bei mir ist ja noch schlimmer, sie rollt ja, dass er das hier sogar richtig sagt. Trieste. Trieste. Da. Okay, cool. Wir sind jetzt einfach quasi ins Meer reingelaufen. Wie geil ist das denn? Locker. Oh, hässlich. Boah, wie gemein die ist. Schaut mal, hinter mir ist einfach mehr. Wer, wo schwimmt? Ja, Victor, halblali, halblali schwimmt. Victor, was machst du im Mittelmeer? Oh. Schaut mal, wir stehen einfach voll so. Im Hintergrund ist nur noch mehr. Und da ist ein Leuchtturm. Und ein Leuchtturm. Aber der leuchtet nur für dich, Kelly. Du kannst auch noch drauf. Nein. Hey, da fehlt doch einer. Du hast gesagt, ich bin herzlich. Ich komme nicht auf da. Aber die Melina findet mich hässlich. Ja. Wir haben Eis geholt. Voll geiles Eis. Voll lecker. Das ist so gut. Bonissimo. Die haben es recommended, die Guys hier. Voll lecker. Die haben es recommended. Voll lecker. Von da ganz unten sind wir hier hochgeklettert. Wow. Ehrlich, ich muss sagen, es sah so mega weit aus. Ja, das war so echt was gar nicht. Zwei Minuten. Hey! 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 Die sind crazy, mit denen wir unterwegs sind. Crazy. Oh, sexy. Oh, Greg, thanks. Danke für das sexy Material. Wie einfach wie Spider-Man hinter mir auf einmal erschienen ist. What? Wir haben Spaß. Ha. 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 Eine hat mehr Spaß als die andere. Ha. Ha. Ich weiß auch nicht. Plötzlich kommt die Sonne raus. Eigentlich sollte es bis Donnerstag einfach nur scheiß Wetter werden. Wir wollen jetzt zwar irgendwie zum Strand, glaube ich, ist der Plan, aber es ist ja gar nicht sonnig. Aber wir versuchen es trotzdem. Jetzt kommt die Sonne ja ein bisschen raus zum Glück. Aber macht nichts, es ist trotzdem lustig und macht Spaß, weil wir mit lustigen Leuten unterwegs sind, die cool sind. Da ist Sonne! Ich mache einfach nur Quatsch in diesem Vlog. Quatsch. Wir haben, ihr seid glaube ich schon die Sechsten, die wir treffen. So einfach Germans, die einfach kommen so, hey Leute, voll der Zufall hier in so einem Kinderpark. Wir chillen gerade einfach in so einem Park hier, haben gerade getrunken. You just drink water, hier so, nom nom nom, Wasser getrunken, nom nom nom. Ja, voll lustig und voll random hier in so einem Park. Hey, voll cool.
kurz vor Breakdance-Training. Schaut euch mal bitte den ihren Ort an, wo die einfach ihr Training machen. Look at this! Ey, ganz ehrlich, könnte ich so in Deutschland auch Breakdance trainieren, ja. Ich würde nur noch Sport machen. Oh. Nice! Und das Lustigste ist, das ist für dir einfach voll normal, so die ganze Aussicht und so, ja, ist schon schön, aber voll normal. Die sind richtig so, so einfach. Ja, also, guck mal, wir laufen hier alle hin und wir gucken so voll die ganze Zeit und die stehen da hinten so, naja, ganz normal. Versucht Real One-Handed Airborne. Airborne ist einer der schwersten Powermoves und er versucht den halt auf einer Hand zu machen. Es gibt ungefähr 10, die Real One-Handed Airflares können. Es gibt viele, die können den halt ein bisschen anders, also einfach. Oh, hier 10, ey, krass, nice. Richtig krass, was die können. Das ist voll crazy. Und wir sind hier. That shit crack. That shit crack. You're so hot. Come find me. Yay, heute ist Beach Day. Wir sitzen hier in so einem kleinen Imbiss, der wohl mega berühmt und toll ist hier. Und wir haben keine Fische gefunden. Was ist das? Wir essen so übel den crazy shit. Ich meine, das sind einfach Kalamari, aber zieht euch mal das rein. Oh, what the fuck? Was ist It's das a mutant. Guck mal, der hat nur so ganz klein und da kommt so einer. Oh, shit. Eine Fische wurden die Fritteuse geschmissen. Voll lustig. Aber lecker. Und viel. Wir sind gerade über diesen Zaun geklettert, um in diesen Park reinzukommen, weil dieser Eingang nicht offen war. Das war voll das Adventure für uns alle, weil über diesen Zaun zu kommen, das war ein bisschen schwierig, aber wir haben es voll geschafft. Und jetzt sind wir voll am Start, yo. Voll geil, da laufen sie. Adventure Time! Wie geht jetzt der Song? Sehr gut gemacht, Melina! Melina hatte voll Angst, aber sie hat es geschafft, sie hat es getan. Du hast lauter Challenges gemacht heute. Die hat so einen Fisch gegessen mit Augen von vorhin. Und Gedärmen und Scheiße. Das Ding ist halt, ich hatte mal voll krasse Höhenangst. Und dann habe ich die, ich habe gedacht, ich hätte sie überwunden. Aber das und dann standest du auf dem Zaun. Ich habe so hochgeguckt und ich dachte so, nee. Genau. So, ihr könnt alle rübergehen, ich wandere 10 Minuten. Wir haben sie voll überredet, so, nee, komm. Und dann ja, aber es ist gut, wenn man Leute dabei hat, die einen so challengen. Das ist Proud of Melina 2.0. Oh. Shit, what? Oh. Wir laufen hier schon einfach 10 Jahre durch den, what happened? Wir laufen hier schon 10.000 Jahre durch den Dschungel und ich weiß nicht, oh. Umbrella, nice. Ich weiß nicht, wo wir hin, wieso. Hoffentlich kommen wir irgendwann am Ziel an. What is that? What? That's so crazy. It's like a huge creature. I think we are not gonna
exit. Right, yeah, now. From here I'm not quite sure that we're gonna exit. We need a chainsaw or something. We need a chainsaw. Yeah. Machete, machete. 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 It's too adventurous for my internet heart. Plötzlich einfach voll die Adventure-Tour. Vor allem, ich bin genau richtig für sowas gekleidet. Nicht. Wir haben es geschafft. Nice. Nice. Is this nice.